Tag 6. Hätte ich die Draken vorsichtiger geflogen. Bevor ich nach dem Captain suche, muss ich zuerst einmal einen Weg zu Brittany finden. Wäre jedenfalls nicht schlecht, ne? Dann landen wir hier nochmal. Keine Früchte bis jetzt gefunden. Dafür haben wir ja schon eine zumindest auf der Karte gesehen. Und die sollte auch nicht schwer zu finden sein, so insgesamt. Die Überreste von Bossgegnern bleiben bis zum nächsten Tag liegen. Das ist die Chance, mehr Pigment zu bekommen. Das haben wir zum Glück schon gemerkt beim letzten Boss. Dafür haben wir jetzt keine Möglichkeit, diesen Käfer, den wir jetzt zum Beispiel gestern gekillt haben, zu kriegen. Ah, es ist Brittany. Guten Morgen, Alf. Ich habe die Nacht in der Höhle verbracht. Es scheint dort halbwegs sicher zu sein. Aber ich habe Hunger. Also beeilen wir uns besser damit, einen Weg über den Fluss zu finden. Kann man in dem Fall durchaus mal nachvollziehen. Wir müssen... Was müssen wir? 40 rote und 30... Boah, so sieht's doch gut aus. Und damit Brittany nochmal ein paar gelbe. Ja, eigentlich hätten wir jetzt auch voll füllen können. Gelbe müssen wir echt noch ein paar sammeln. Das ist halt so ein bisschen... Nehmen wir noch ein paar... Ja, nehmen wir noch ein paar rote mit. Das ist gut. Wunderbar. Ja, wie gesagt, das mit Alkohol ist halt so ein bisschen... Ich kann es nicht nachvollziehen. Wie ihr wisst, ich bin ja nicht Trinker und ich kann... Ja, das ist schwer jetzt zu sagen, aber ich hasse es einfach, wenn Leute einem einerseits Alkohol andrehen wollen, andererseits meinen, wenn man keinen Alkohol trinkt, ist man uncool, was eigentlich schon gar nicht geht. So, wo sind denn jetzt hier die fehlenden Brückenteile? Die müssten wir eigentlich auch noch finden irgendwie. Gut, hier ist es nur so ein komischer Hannes, der kein bisschen kann, weil... Das Einzige, was er kann, ist sich abschütteln. Und das ist jetzt wirklich keine Fähigkeit, auf die man stolz sein sollte. Und eventuell nochmal schlecken, aber irgendwie trifft er nie was. Keine Ahnung. So, ja, am besten wir suchen hier erstmal auch noch die Brückenteile. Weil die fehlen uns dann nachher sonst. Was ist das da hinten? Hä? Noch ein... Was? Hm? Was ist das denn? Das habe ich irgendwo schon mal gesehen. Wir sollten es schnell zu Drake bringen und dort analysieren lassen. Ist das die Überschall-Dingens? Keine Ahnung, was das genau war. Auf jeden Fall... Ja gut, bringen wir es halt zu Drake. Meine Güte. Aber... Nichtsdestotrotz... Alter, was da unten abgeht, ey. Das könnte noch eine krasse Welt werden hier. Ein bisschen Schiss habe ich schon. Egal, muss man durch. So, hier gab es so ein Elektroviech. Ha. Ja. Irgendwo sind Pikmin. In Schwierigkeiten, was? Hier? Nein. Wo denn? Wo sind drei gefressen worden? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Weil hier sind alle sicher und... Objekt geborgen. Oh, da kommt eine Nachricht von der Drake. Geborgenes Objekt wird analysiert. Hausweichflöte. Objekt identifiziert. Ausweichmodifikation für Standardpfeife. So eine Modifikation habe ich in einem Ausrüstungskatalog schon einmal gesehen. Und eine Anleitung ist auch dabei. Ich werde sie in den Forschungsdaten speichern. Drücke Steuerkreuz nach links oder Steuerkreuz nach rechts, damit der Anführer und Pikmin eine Ausweichrolle zur Seite... Ah, das ist cool. Ja, das ist ja also... Toll, damit können wir zur Seite ausweichen, wenn wir in Gefahr geraten. Way, way. Das ist eine coole Sache, auf jeden Fall. So.
Warum haben wir jetzt 3 Pikmin verloren? Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall müssen wir erstmal aus dieser Höhle raus. Aus dieser Höhle raus. Aus dieser Höhle raus. Hier unten ging es lang. Okay. Ja, aber ist jetzt eine gute Frage. Wie kommen wir jetzt weiter? Ein Brückenteil fehlt. Oder eine Möglichkeit, an Brückenteile ranzukommen, fehlt. Am besten, wir geben ihm hier mal unsere gelben. Das wäre wohl die beste Möglichkeit. Und dafür im Austausch kriegen wir wieder irgendwelche Felsen oder so. Ja, kann man so machen. Weil dann könnten wir hier den Elektrogegner schon mal schrotten. Das wäre auf jeden Fall vonnöten. So, obwohl die roten können wir ja auch geben. Die Felsen brauchen wir vielleicht selbst noch. Ja, die Elektrogegner wäre nicht schlecht. Und ansonsten, hier drüben haben wir jetzt eigentlich nichts mehr zu machen, außer den einen Brückenabschnitt da noch, der hier hinten war. Und ich laufe schon wieder falsch, das ist immer gut. Und ja, die Frucht können wir von hier vielleicht noch tragen, soweit wie es geht. Kommen die noch? Obwohl der Geysir schon lange aus war, aber die kommen trotzdem, ist gut. 5, 6 und hier oben ist die Frucht. 2, 3, 4, 5. Ja. Wunderbar. Hätten wir das... Oh, die Felsenwerfer habe ich jetzt ganz vergessen. Hier gibt es auch noch eine Frucht. Naja, das sollte aber eigentlich so passen. Ich meine, was will der? Der kann höchstens... Ja, der kann höchstens sowas machen. Ja, und sie dann killen. Das ist natürlich eine gute Sache. Aber irgendwie kann es sein, dass sie hier ein bisschen Resistenz haben gegen so Sachen. Weil die sterben ja nicht direkt. Na egal, das lohnt sich mit 4 Pikmin auf jeden Fall nicht, das zu machen. Also, was? Genau, die hat hier natürlich eine Suicide, nein, eine Imba-Homing-Fähigkeit, die immer trifft, ist klar. Oder es war nur mega Glück, dass es getroffen hat. Kommst du jetzt nochmal hier runter? Ist so ein bisschen verwirrend mit den ganzen Geysiren hier und, ach egal, passt schon. So, die Frucht können wir schon mal bis zur Brücke tragen. Und jetzt machen wir hier mal weiter mit den Gelben. Mit den Gelben. Was gibt's da drin in diesem Erdloch eigentlich? Das ist auch noch so eine Frage. Kann man offensichtlich vielleicht durch. Ja, mit den Gelben ist der Typ hier kein Problem. Aber... Ja gut, hier könnten wir rüber. Bringt uns das was? Sag bitte, hier hinten gibt es die letzten Teile. Nein, gibt es nicht. Hier hinten gibt es mal wieder ganz viele Felsenwerfer. Ich sehe auf der Karte keine Teile mehr. Und auch so. Keine Ahnung. Alles weit verstreut hier. Da oben höchstens noch. Kommen wir da irgendwie hoch? Da hoch, da hoch. Sieht nicht so aus. Weil der Pilz, der da unten war, der bringt uns wirklich nur hier hin. Reicht die Brücke denn da unten schon? Nee, kann eigentlich nicht sein. Und hier haben wir noch so einen Gegner. Der lebt wieder nicht, okay. Nee, keine Ahnung. Und hier oben... Hier waren wir ja gerade. Na komm. Ich will einfach nur mal hier hoch. Vielleicht gibt's hier was. Nee. Offenbar wollen die das Ding hier nicht tragen. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Ja, dann haben wir ein kleines Problem, weil ich keine Ahnung habe, wo ich hin soll. hier oben ist noch eine Kirsche. Die sollten wir so vielleicht holen können. Ja, können wir. Das ist gut. Ha. Hier haben wir noch eine Glaswand. Und dahinter gibt es halt die ganze Scheiße mit den Feuertypen. Jetzt laufe ich gegen die Wand. Neue Frucht erhalten. Hey. Sie lockern die Erde aus. Locker genug zum Graben. Was? Wo ist denn jetzt schon wieder einer gestorben? Die streuen hier alle rum. Gibt's da nicht. Joa.
Ist die Brücke wirklich schon fertig oder was? Nee, kann ja gar nicht. Von der blauen Seite fehlt auf jeden Fall noch was. Aber ich verstehe nicht was. Wir haben ja alle Pikmin. In der Theorie. Wenn man richtig laufen würde. Ist halt so ein bisschen ein Problem mit der Karte gerade alles. Und sonst auch. Jetzt kann man hier durch. Und hier durchzugehen bringt uns nichts. Ja. Einzige Chance, die ich gerade sehe, noch ein bisschen hier rumzueiern. Vielleicht finden wir ja irgendwas. Wenn wir noch ein bisschen weitergehen auf der Seite. Es muss ja hier irgendwo zwangsläufig auf der Seite sein. Alles andere macht ja keinen Sinn. Hier oben gibt es auf jeden Fall einen Kristall, aber darunter war nichts, oder? Ha. Weil hier jetzt lang zu gehen, hier kommen wir nicht mal hoch. Das ist ja auch noch so eine Sache. Gut, ich hänge echt fest. Krasser Scheiß. Egal, macht nichts. Wir laufen einfach mal weiter. Was wollte ich noch sagen? Nachhilfemäßig. Ich habe jetzt wieder angefangen, ein bisschen Werbung zu machen. Jetzt in den Semesterferien habe ich ja ein bisschen Zeit, zumindest für Nachhilfe. Ein bisschen mehr Zeit. Ich habe mich jetzt hier im Studium auch ein bisschen mehr gefestigt. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, mein Gott, kannst du mal wieder ein bisschen mehr Nachhilfe machen? Insbesondere auch, weil wir nehmen mal die roten mit, die ja feuerresistent sind. Insbesondere auch, weil ich habe mich halt gefestigt, keine Ahnung. Und deshalb kann man mal wieder ein bisschen mehr Nachhilfe machen. Ich brauche halt ein bisschen Geld. Ja, Geld braucht man immer und ist halt eine angenehme Art und Weise, wie man sich das beschaffen kann. Das ist ganz cool. Und hier haben wir da tatsächlich sogar die 20 Brückenteile. Ich habe nicht gedacht, dass man hier noch rein muss und die besiegen. Weil das erschien mir nicht so, ja, die richtige Methode. Keine Ahnung. Kriegen wir hier von denen? Ach, cool. Kriegen wir sogar hier noch was. Ja, hier können wir vielleicht noch... Ja, die gelben vermehren wir am besten, wenn wir auch die Zeit dafür haben. Würde ich mal so einfach... Einfach mal so sagen. Die tragen es hoffentlich nochmal zu den Felsen noch. Und ansonsten haben wir doch ganz gut abgeräumt heute. Und wenn wir jetzt noch die andere Frucht darüber bekommen, die Orange oder was auch immer das war. So, endlich die Brücke, ey. Meine Fresse. Geschafft. Die Brücke ist fertig. Jetzt kann ich Brittany holen. Ja. Und diesmal habe ich das... irgendwo sind Pikmin in Schwierigkeiten. Wo? Da hinten. Hier, oder? Ja, okay. Den hatte ich vergessen zu killen. Ja gut, das machen wir jetzt gleich noch. Kann ja nie angehen, dass da sowas passiert jetzt hier. Aber irgendwo habe ich jetzt noch ganz viele liegen lassen. So. Oder was heißt ganz viele? Hier hinten steht noch eins rum. Hier das, genau. Das hätte ich beinahe vergessen. Man, kein einzelnes wird hier zurückgelassen. Hat man ja in den letzten Tagen gesehen. Ja, ich habe das Ganze jetzt ein bisschen größer aufgezogen. Mit Anzeige im Internet, bei eBay Kleinanzeigen und bei, ja, und auch, jetzt als Aushang bei uns in den örtlichen Supermärkten, so als kleiner Zettel. Und ja, das ist schon ganz cool. Haben wir jetzt noch eine Frucht bekommen hier? Oder habe ich die zurückgeschickt? So, Tiffany ist wieder da. 34 Stück sind hier im... Nein, was, nicht 34. Es sind auf jeden Fall noch ganz schön viele, die hier zurückgelassen wurden. Keine Ahnung, wo die sind. Ja, jetzt nicht irgendwie gegen Wände laufen. Wo könnte ich hier noch die anderen zurückgelassen haben? Okay, da hinten, bei der... Hier rechts wird mir auf jeden Fall angezeigt, dass was ist. Ah, nee, da hinten... Ja, okay, ich hab's gesehen, aber was ist hier rechts? Hier rechts ist noch ein einziges gewesen. Das ist natürlich gut. Kommst du mit? Danke. So. Und jetzt rufen wir am besten alle hier... Genau. Oh, ein bisschen muss ich mich echt noch hier in das Ganze reinfinden. Das ist...
Ich weiß nicht, alles nicht so leicht. So, da hinten ist immer noch ein gelbes, was unsere Hilfe braucht, aber ich hab's einfach verpeilt. Die hier sind alle sicher. Wo muss ich denn dann hin? Hier hinten lang. Dann links. Karte ist gut, Karte ist immer gut. Dann hier runter. Hier durch. Hier hinten sind auf jeden Fall ganz viele noch. Keine Ahnung, wo die... Ach ja, stimmt, die haben ja die Brücke getragen. Und wo sind jetzt noch welche? Gut, 5 Stück haben wir schon wieder übrig gelassen. Keine Ahnung. Vier Stück. Ich weiß es echt nicht. Es ist ein bisschen... Ach ja, stimmt, hier sind vielleicht noch... Die, die in der Erde sind? Ne, die zählen ja eigentlich nicht als verloren. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es echt ein bisschen unübersichtlich mit der Karte, weil du einfach keine Pause machen kannst und dir die Karte in Ruhe ansehen. Zumindest glaube ich so. Also, muss ich mir gleich nochmal angucken. Vielleicht geht es ja doch. Ja, und das Interessante ist, auf die Anzeigen haben sich jetzt schon viele gemeldet. Also, okay, das waren doch 4, die irgendwo rumgegeistert sind noch. Vielleicht bei dem anderen Brückenabschnitt. Weil das ist halt bei den Brücken immer so ein bisschen nervig, dass die immer dahin zurücklaufen, wo sie die Sachen holen. Und das war jetzt wohl bei denen der Fall und deshalb habe ich es verpeilt. Ja. Verschmelzen jetzt auch die Zwiebeln? Wahrscheinlich, ne? Ja. Sieht fast so aus. Ja, haben sich erstaunlich schon 2 Stück gemeldet, obwohl ich das erst gestern gemacht habe. Ja, das ist schon krass. Wow, sie wurden absorbiert. So verschmelzen sie also. Und sie ist größer geworden. Hehe, ich entdecke für mein Leben gern neue Früchte. Cupidos Granate. Das haben wir, also denselben Namen hatte das Ding auch bei Olima schon. Aber gibt nicht mal eine Ration, ne? Also Sonnenkernbeere. Die gab, glaube ich, genau eine. Wenn mich das nicht täuscht. Wow. Hat die Abpack, das Abpacken hat gerade geleckt, oder? Keine Ahnung. Zuckertropfen, das sollten Aprikose sein? Könnte sein. Keine Ahnung. Und die gibt wahrscheinlich auch eine volle Ration. Ja. Na, nicht mehr. Schade. Naja, haben wir immerhin... Glückwunsch, 5 Arten gesammelt. Auf diesem Planeten gibt es wirklich die unterschiedlichsten Früchte. Wir sollten weitersuchen. Ich freue mich schon auf die nächste Entdeckung. Ja, so ein bisschen macht das echt Spaß. So Nahrung zu sammeln, da denkt man sich gleich, boah, wunderbar. Ah, ich dachte schon, ich müsste verhungern. Ja, die muss jetzt natürlich für 2 Tage weg suffeln. Unsere Vorräte müssen noch ein Weilchen reichen. Hä? Dürfen die immer nur abwechselnd trinken? Keine Ahnung. So ein bisschen seltsam ist das. Wenn sie zu zweit sind, brauchen sie eine Ration. Wenn sie alleine sind, brauchen sie eine Ration. Wenn der Captain dabei ist, brauchen sie wahrscheinlich auch eine Ration. Obwohl der eine Ration wahrscheinlich für sich alleine bräuchte. Es ist, naja, egal. Der Landeplatz der Drake und die Höhle, in der Brittany Schutz gesucht hatte, befinden sich auf gegenüberliegenden Ufern. Es gelang uns, die Brücke, welche beide verbindet, fertigzustellen. Ich frage mich, welche Besonderheiten die von Brittany entdeckten gelben Pigmen außer ihren großen Ohren und ihrer Unempfindlichkeit gegenüber Elektrizität noch aufweisen. Nichts? Würde ich mal fast so behaupten. Vielleicht Steinbomben noch, wie im ersten Teil. Aber die sind eigentlich... Na, ich glaube nicht, dass sie das nochmal aufnehmen. Haben sie im zweiten Teil ja auch gestrichen, von daher.